Da sind wir jetzt auf der Rinäuer-Insel. Die Insel hat ungefähr so 10 km lang und ungefähr 500 Meter breit. Was interessant ist, die Insel ist ein bisschen wild geblieben, wie ein Dschungel. Der Holzschiffle, den wir nehmen, das ist ein Boot, mit dem geschafft wurde auf dieser Insel. Es ist eher für die Tradition zu respektieren. Das Holzboot, sie fahren nur für Fische, für das Holz holen, für die Streie zu holen und so weiter, für über den Rhein fahren, an gewissen Zeiten. Was schön ist auf der Insel, das ist, was man all die Rhein-Arme hat. Man hat noch das auf der Insel überall das Wasser zirkulieren, aber es sind doch Platz da, wo die Beine ganz nieder sind und wo das Wasser mehr stehend ist. Wir müssen bestimmt Achtung geben. Wir besonders geben jetzt schon Achtung, dass nicht so viele Leute auf der Insel kommen. Die meisten Personen, die kommen, kommen doch richtig weiter Natur, weil hier eine schöne, wilde Natur ist.